wenigstens ein bisschen Pause nochmal. Ja. Ich hätte gerne eine Kurzstrecke. Jo, 1,60. Dankeschön. Bitte. Einen normalen Fahrschein. Einen normalen Fahrschein. 2,60. So. Wo sind wir? Oberhof. Mhm. Alles klar, jo. Gut, dann große Pause brauchen wir hier nicht machen. Wir fahren direkt weiter. Und jetzt wollen die alle noch mit, oder was? Oh, nee. Eine Fahrkarte, bitte. Jo, 2,60. Hallo. Hallo. Guten Tag. Hallo, danke. Eine Fahrkarte bitte. Jo. Alten Fünfer, warum sind die denn noch her? Dankeschön. Bitteschön. Junge, komm. So, sonst fahren wir mal rechts lang, geradeaus. Schon ewig her, also dass wir hier wirklich mal geradeaus gefahren sind. So, also hier nochmal zu sehen, der Betriebshof, der hat sich nicht groß verändert, hier ist halt nochmal fest dargestellt. So, das hier ist wie damals, das hier auch, gut, man hat hier C2 als Modellbus, okay, ansonsten ist es genau gleich. So, also jetzt müsste bei euch eigentlich Montag sein. Deswegen komme ich jetzt mal auf ein neues Thema. Und zwar, oh, geil, geil, habt ihr gesehen? Oh, schöne Lücke, schöner Backdrop. Das ist auch Qualität hier. Einfach mal so einen Hügel noch hingesetzt hier. Oh Gott. Jo, guten Tag. Hallo, danke. So, und zwar ist das Thema heute Abend 21.15 RTL. Du fahr, Junge. Undercover Boss heute Abend. Für die Leute, die das nicht kennen, das ist also so eine RTL-Sendung, wo ein Chef, der oberste Chef meistens, für 2 Wochen ungefähr in die Rolle eines Praktikanten undercover geht und bei seinem Unternehmen mal als Praktikant mitarbeitet. So. Anschließend gibt's dann, werden dann die Mitarbeiter noch eingeladen, die haben dann immer Schiss und der Mitarbeiter, der ehemalige Mitarbeiter, also der aktuelle Chef, überrascht die dann sozusagen. So. Und zwar, sonst würde ich natürlich keine Werbung für diese Sendung machen, aber heute kann ich gerne mal darauf hinweisen, denn es geht heute um Mein Famous Leaks Bus, wenn ich das richtig sehe. Also, soweit ich das hier erkenne, ist Mein Famous Leaks Bus diese Woche dran. Und zwar werde ich gleich mal einen Haltestellentext einfach vorlesen. Bin ich mal gespannt, wie ihr denn das so findet. Weil auch bald der Fernbus-Simulator rauskommt. Den ich selbstverständlich auch sollte nichts dazwischen kommen. Let's play, Leute. Jo.
So, dann lese ich mal vor. Also, André Schwemmlein, keine Ahnung. 33, ist einer der 5 Gründer von Mein Famous Klicksbus. Keiner der 5 Gründer hatte vor 4 Jahren damit gerechnet, dass die Unternehmen in so kurzer Zeit so groß werden. So, nach der im Januar 2015 frisch vollzogenen Fusion möchte der Boss im August die Chance nutzen, undercover im eigenen Unternehmen mitzuarbeiten. Es liegt eben viel daran zu erfahren, wie die neuen Abläufe funktionieren, sei es die Einführung einheitlicher Dienstkleidung, der reibungslose Check-in an den Busbahnhöfen oder die Koordination der Busse auf den neu verteilten Routen. Wo bleiben wichtige Aspekte aufgrund des rasant wechselnden Unternehmens bisher auf der Strecke? André Schwemmlein schlüpft in die Rolle des arbeitslosen Mark Förster. Mit Brille, Schnurrbart und einer neuen Frisur arbeitet er an Busbahnhöfen als Check-in-Mitarbeiter und Ticketverkäufer. Als Co-Busfahrer lernt er auf 2 Touren die Umstände als Verantwortlicher für über 70 Passagiere kennen. Er muss nicht nur mit ausfallenden Bussen klarkommen, sondern auch mit nörgelnden Fahrgästen. Na schön. Der Undercover-Boss ist in Innsbruck genauso im Einsatz wie an Busbahnhöfen in ganz Deutschland. Und der getarnte Einsatz lohnt sich. Der Boss kehrt mit einer ganzen Reihe an Erkenntnissen in die Firmenzentrale zurück. In der Berliner Zentrale gibt der Boss sich den ahnungslosen Mitarbeitern zu erkennen. Wie werden sie reagieren oder regieren? Hier steht, wie werden sie regieren? Das heißt aber, wie werden sie reagieren? Sie werden ja das Unternehmen nicht regieren, sie sind ja keine Regierung. Wenn sie erfahren, dass sie mit dem Gründer und Geschäftsführer André Schwemmlein zusammengearbeitet haben. So. Also für alle, die denken, das ist jetzt wieder so ein Undercover-Aufgedeck-Zeugs. Nein, ist es nicht. Undercover-Boss dient eigentlich mehr als Selbstdarstellung und Werbung der Unternehmen. Also, es wird schon alles gut laufen da. Also ist ja interessant, dass er mal als Busfahrer arbeitet und auch mal am zentralen Omnibusbahnhof. Wäre ja cool, wenn er in Berlin mal arbeiten würde, am ZOB. Wäre natürlich interessant, auch mal da die Aufgaben zu sehen, aber auch mal um zu sehen, ob der Berliner da überhaupt ein bisschen Ahnung von hat oder nicht. Da bin ich mal gespannt. Da ja mein Famous Klicksbus ja sein Angebot mal wieder ausgebaut hat, jetzt mit den Skibussen und was weiß ich noch alles. Also jetzt haben sie wieder 9,99 irgendwie über 100.000 Tickets. Da bin ich mal gespannt. Das war damals noch nicht im Sommer. Jo, aber vielleicht sieht man ja noch etwas Spannendes. Können wir, oder kann ich gerne ans Herz legen heute, sich das im Fernsehen anzugucken. Ansonsten auch bei RTL Now. Vielleicht sieht man auch mal so ein bisschen die Zentrale von Mein Famous Klicksbus. Irgendwie so eine Leitstelle oder etc. Ne? Einsatzleitung. Wäre ja cool, wenn es da irgendwie sowas geben würde. Hallo. Wobei das meiste ja durch Subunternehmer ja betrieben wird. Was heißt, das meiste alles wird durch Subunternehmer betrieben. Fernbusunternehmen sind nun mal durch Subunternehmer. Ist einfach so. Nächste Haltestelle. Feldstraße. Ja, da sind wir schon vorbei, Kollege. Also mein Famous Klicksbus wird sich ganz klar immer weiterentwickeln, weiter wachsen. Also man sieht auch, dass sie so einiges machen mittlerweile. Sie ist ja, sie nehmen an dem Projekt Undercover Boss teil. Hallo. Hallo. Sie stellen die Lizenz für den Fernbus-Simulator zur Verfügung. Und sind natürlich auch mit Abstand der größte Anbieter hier. Wenn ich mir die Haltstellenliste schon mal angucke,
Also echt, mein lieber Schwan. Oh, das sieht auch geil aus hier, oder? Das ist Qualität für 35 Euro. Ja, also der Postbus zum Beispiel oder noch andere Anbieter, die haben bedeutend weniger Haltestellen zum Beispiel. Aber der Postbus hat ein bisschen mehr Komfort, aber darauf kannst du eigentlich scheißen, denn sobald du dich bereit erklärst, Fernbus zu fahren, sagst du auch, du scheißt auf Komfort. Weil das ist wirklich das Einzige, was die Bahn dann noch meistens hat, was der Fernbus eben nicht hat, nämlich guten Komfort. Und das ist ein bisschen mehr Komfort bei den Postbussen. Jetzt nicht so wirklich ausschlaggebend, wie ich finde. So, du lässt mich vor, Kollege. Ja, was biegt der denn da ab, Alter? So, ich kann mir auch gerade hier auf der Seite den Trailer angucken. Schon mal für die Undercover-Bus-Folge. Das mache ich gerade mal. Man sieht sowieso nichts. Na doch, man sieht hier den Typen, wie er im Bus drinnen, in den Kofferklappen drinnen sitzt und die Gepäckstücke auspackt. Ja, also was heißt auspackt? Ausräumt aus diesen Dingern da. Boah, geil, ey. 10 Sekunden und 6 Sekunden davon Undercover-Boss-Syndrom. Hat's ja jetzt vollgebracht. Boah, RTL. Ja gut, ich meine, ne, dann Jacke ausziehen, fertig ist. 24 Grad ist eigentlich auch angenehm. Ja, komm. Ich bediene sonst die Heizung nicht. Kann schon mal vorkommen. Gertrud. Hallo. Hallo. Können Sie bitte die Fenster aufmachen? Wir sind hier nicht in der Sauna. Hä, doch, da steht doch Sauna dran an dem Bus. Sag mal, bist du blind oder was? Die Festische muss jetzt Geld verdienen, hallo? Brauchst du dich nicht wundern, warum von deinem Ticket 1 Euro mehr abgezogen wurde. Ist jetzt auch eine Sauna hier. Busfahren alleine reicht nicht mehr für die Festische. Nächste Haltestelle, Stettiner Straße. Ich verstehe nicht, warum haben wir so viel Verfrühung schon wieder? Komm, jetzt will noch jemand mit, ne? Ich kenne euch doch. Nein. Dann halt nicht. So, jetzt kommt eben dieser Abschnitt, der hier gesperrt ist. In die Gegenrichtung. Da werden die Haltestellen ausgelassen. Hier, das ist bei allen Kreisverkehren so. Hier, das fällt der Scheiße. Ja, deine Mutter hat auch einen schlechten Fahrstil. Hier, also bei der Kreisverkehr in der Mitte, das ist, wo ich rüberfahre, das ist orange da noch, das sein soll. Ja, diese Steine da. Die sind zu hoch, deutlich zu hoch. Deswegen rattert das und scheppert das hier an dem Scheißbus. So, Umleitung war nicht ausgeschildert, ne?
Ja, komm. Alter, das scheppert so mit dem Bus hier. Jo. Alles klar. So, bald geschafft. Die Straße noch jetzt hier und dann kommen wir auf den Kärntner Ring da. Die Haltestelle. Und dann Gelsenkirchen-Bucher Straße. Und dann war es halt schon wieder für heute. So, ihr wollt nicht mit? Gut, dann fahr ich durch. So, die Baustelle ist auch schon seit der Version, was weiß ich, 3 oder 4 da. Kaufpark. So, da haben wir da wieder so einen schönen Sehenswürdigkeits... Was ist das hier? Schule von Brauk. Aha. Was auch immer das ist. Das scheppert hier mit dem Bus, Alter. Du brauchst dich nicht wundern, wenn die Busse immer kaputt gehen. Können Sie bitte die Fenster aufmachen? Wir sind hier nicht in der Sauna. Du hast auch keine Augen, ne? Da steht groß Sauna vorne dran. Handtuch nicht vergessen, wenn du nächstes Mal kommst, ne? Also hier habe ich das Gefühl, will nie jemand einsteigen oder geschweige denn aussteigen. Die Haltestelle ist wirklich so unnötig. Nächste Haltestelle, Kärntner Ring. Dann bin ich mal auf die neue Bucher Straße gespannt jetzt. Fahre ich heute zum ersten Mal an. Guten Tag. Tag, Manfred. Was ist da hinten los? Bitte Tür freigeben da hinten. Bitte gehen Sie weg von der Tür. Sonst können wir hier nicht weiterfahren. Ja, dann fahr doch Auto ohne Führerschein. Mach doch einen auf Marco Reus. Hier, ich finde das furchtbar, echt hier diese Werbeplakate von anderen YouTubern, die dann auch noch weniger Abonnenten haben als ich. Also das muss ich mal durch andere Werbung ersetzen. Also könnte man eigentlich mal machen. So, neue Bucher Straße. Ich bin gespannt. Sieht natürlich alles ja nicht so anders aus, oder? Nee, sieht fast genauso aus wie früher, Alter. Echt, wirklich fast genauso, ey. Alter, das ist doch Beschiss, ist das. Also nach dem, was ich vorher so gehört habe. Ja, also... Zum Beispiel die das Beta-Video vom Let's Player mit P. Ja, und die Bucher Straße, guckt euch die mal an, ey. Die sieht voll anders aus. Sieht komplett anders aus, komplett überarbeitet. Super geil, super richtig realistisch. Ist das geil, kauft euch das.
So. Aber die Wahrheit ist, früher bist du auch hier reingefahren, die Häuser sind anders, okay. Aber selbst diese Hilfspfeile hier, selbst die waren in der alten Version schon. Noch da bist du hier rumgefahren und da war diese Ampel. Nichts anderes. So. Naja, so. Ja, wenn euch das Ganze hier gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen nach oben natürlich bei beiden Folgen oder drei Folgen, wie viel es dann geworden sind, weiß ich nicht, sehr freuen. Vergesst nicht, den Kanal hier zu abonnieren. Und dann sehen wir uns das nächste Mal wieder. Bis dahin, macht's gut, haut rein und ciao, ciao.